So, da oben ist schon mal alles aufgeräumt. Türen sind alle da. Ja. Einigermaßen gerade, kein Schnee im Weg. Die Aufträge sollte ich mal wegnehmen. Nee, Schnecke nicht sterben. So. Nicht, dass da wieder irgendjemand hinläuft, während hier eine Invasion im Gang ist. 6 Minuten. Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Links. Wow, Jungs, 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 da ist ein... Okay. Zombies. Oh. Große Skelette. Ja, ja, ihr kriegt hier ein Portal zum schnell wegkommen. Okay. Ich sehe jetzt schon, dass es ein Problem werden wird. Also bitte nehmt alle eure Bögen. Und verkriecht euch hinter die 3 Schutztüren, die diesmal hoffentlich länger halten, weil sie aus Metall sind. So, und jetzt nicht mit den Bögen auf die Skelette hauen. So, gucken wir mal. Töten. Töten, töten. Wo kommen die Yetis hier? Sind die Yetis aus dem Portal gekommen? Oder war das ein Zufall? Nicht, das war ein Zufall. Hier kommen noch mehr. Rar. So. Ziehen sich einigermaßen zurück. Ziehen sich sogar ziemlich weit zurück. Jungs. Töten. Warum? Oh oh. Die springen jetzt in das Portal rein, um da rauszukommen, um dann die anzugreifen. So war nicht der Plan. So war nicht der Plan. Aber so weit scheint es zu klappen. Oh, es werden echt immer mehr. Was aber kein Problem sein dürfte später. Also sobald wir bessere... Oh, erste Tür ist weg. So viel dazu. Ich wollte eigentlich sagen, wenn wir später bessere Bögen haben. Und ich glaube, es gab einen besseren Bogen. Ich guck mal kurz. Dann können sie ja quasi alles one-hitten. Denn es ist vollkommen egal, wie viele kommen. Wo ist der bessere Bogen? Da ist der bessere Bogen. Langbogen. Ist gar nicht mehr so weit weg. Hm? Eisenstiefel. Ja, dann machen wir gleich weiter. Yes, wow. Yetis kommen anscheinend auch immer mehr. Aber bisher keine Beholder. Interessant. Töten, 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 töten. Zweite Tür ist auch gleich weg, habe ich das Gefühl. Jungs, Jungs, ihr könnt da nicht getroffen werden. Ihr könnt ruhig hinlaufen und von da aus schießen. Antimatter. Nicht auf die Geister schießen. Komm, hier. So, letzte Tür. Dann könnten sie theoretisch gleich zu unserem Totem gehen. Auch wenn ich nicht weiß, was dann passiert. Wir hatten schon mal Skelette hier in der Basis drin und die haben nicht wirklich viel gemacht. Oh, letzte Tür weg, okay. Piu, 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 komm schon. Genau, gib ihm, es sind nicht mehr viele. Aha. Und gewonnen. Und, ge... Oh, oh. So. Gewonnen. Warum ist das Portal noch da? Und du bist grumpig. Ja, ich kann verstehen, dass du grumpig bist. Wir setzen die Tür noch gleich neu. Welle? Gehören die Yetis jetzt doch zur Welle? Oh, ich sollte nicht immer Angriffsbefehle verteilen, wenn die gerade über der Leiter sind. Dann purzelt das immer alles runter. So, nächster. Und immer da. Piu, piu. Piu, piu. Taka, 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 taka. Taka, taka, taka. Warum lauft ihr so? Ja, ihr seid Nahkampfbogenschützen. Ich merke das schon. So, da eine neue Tür hin, da eine neue Tür hin. Und sich weiter darüber wundern, dass die Welle noch aktiv ist. Vielleicht ist ja noch ein Teil der Welle in die Richtung gegangen. Warum ist hier Scaffolding? Achso, das sollte ja alles noch weg und so. Hm.
Na gut, mach das mal alles weg und das und das und das und das und dann gucken wir weiter. So, also eigentlich müsste die Welle jetzt verschwinden. Hauswand durchgebrochen, was? Ne, jetzt sieht das gut. Eigentlich müsste die Welle jetzt verschwinden, weil Tag ist. Und tagsüber sind immer alle Wellenelemente instant gestorben. Fliegt vielleicht irgendwo in der Luft wieder ein Beholder wegen dem Feuerball oder so? Nö. Haben wir ja keinen geschmissen. Sehr komisch. Ja. Könnt ihr irgendwas mit dem Portal machen? Testen wir gleich mal. Erstmal hier Schönheitspflege und so. Doppelte Geschwindigkeit. Oh, jetzt ist das Portal weg. 47 Minuten, okay. Aber wir merken schon, so stark, wie wir glauben zu sein, sind wir gar nicht. Die Wellen treiben uns immer ganz schön zurück, zerstören alle unsere Türen. Stippschnecke. Genau, ihr schlaft erstmal. Essen sieht noch okay aus. Techbaum, wir brauchen Eisenstiefel. Hatten wir davon nicht schon welche gemacht? Ja, hatten wir. 7 Stück haben wir. 2 werden gebaut, also haben wir jetzt 7 plus 2, die gebaut werden, also 9. Level Up dauert aber noch ein bisschen. Na gut, so, zieht die Eisenstiefel. Ja, zieht die Eisenstiefel mal an. Hättet ihr eigentlich auch machen können, bevor ihr gegen die Skelette kämpft, aber nee. So, du brauchst noch Eisenhelm. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eisenrüstung brauchen wir noch. Und die Schuhe, die gebaut werden. Neue Aufgabe. Gleich. Erstmal hier Prioritäten so. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Dich töten. Die doofen Bögen weglegen. Weil die sind nur toll bei einer Belagerung. Ja. Schießscharten wäre auch noch so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie viel mehr die aushalten im Gegensatz zu einer Tür, aber das können wir gleich mal nachgucken. Obwohl wir Schießscharte noch gar nicht freigeschaltet haben, richtig? Nee, da, Schussscharte. Stein, Stein, Ton. Eine Schussscharte bringt... Erlaubt den Zwergen das Angreifen durch den sicheren Burgwall hindurch. Ja, es macht eine Tür auch und da kann man nur voll durchgehen. Wenn man zum Beispiel dahinter will, was wir ja eigentlich immer wollen, weil hier irgendwas zum Abbauen ist. Also wirklich überzeugt bin ich von dir noch nicht. Und hier die Turmspitzen. Die Turmspitzen können wir, glaube ich, hier aufsetzen. Das macht dann einigermaßen Sinn. Alles andere ist doch ein wenig albern. Und wo ich die Zäune hier sehe? Die Zäune sollen weg. Und ich hätte gerne die Eisenzäune. Wenn wir die schon haben. Was bist du? Ohne Stahltür. Sehr schön. Ziegelzaun? Ziegel? Glasflaschen? Da oben sind die Holzzäune gewesen. Muss mit den Augen hoch und runter gehen, weil die sind nicht wirklich einigermaßen sinnvoll angeordnet. Also es ist nicht so, dass immer oben Waffen sind und immer da und, ne? Okay, manchmal. Aber, Eisenzaun? Warum ist er so weit hinten? Ne, habe ich mich übersehen. Okay. Die Ziegelwand, Aufzug, Schießscharte, tolles Bett, Ziegelsteine, Fangeisen, Eisenkäfig. Fangeisen werden auch noch schick sein, weil die kann man wieder aufheben im Gegensatz zu den Eisenteilen. Steinbrücke. Bau davon mal ein paar mehr, ich hatte aber etwas vor. Die müssen erst angefertigt werden, richtig? Jo. Da. Da ist der normale Zaun. Also bauen können wir sie noch nicht. Das heißt, die müssten irgendwo im Techbaum sein. Boah, hier sind wir noch ganz schön weit hinterher. Ein Fass. Warum können wir kein Fass herstellen? Ah, da ist das Rezept. Okay. Fass. So, so. Holz. Holz. Fass hergestellt. Fass. Aufgestellt. Schnarch, schnarch. So, hier kriegt ihr ein Portal. Wir haben nämlich ganz viel Mana, fällt mir gerade auf. Jo, wir haben ein Fass gebaut. Weg, 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 weg.
Weg. Weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg. Nee. Brauchen wir eigentlich gerade Wolle und Leder? Ja, hier ist schon Kartenende. Aha, dann haben wir die Welt schon nach links fast komplett uns angepasst, also unserer Standardhöhe. Sehr gut. Rechts, dauert noch ein bisschen. Der Turm ist sowas von doof. So, na gut, das wurde gemacht. Die Steinbrücke ist fertig. Flupp. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Au. Oh. Das sieht schick aus mit dem Bogen. Nur, dass jetzt hier ein Loch ist, ist ein bisschen komisch, aber das, ne? So. Auch wenn das keine langfristige... Lass die Schnecke in Ruhe. Auch wenn das keine langfristige Lösung ist, langfristig müssen die Dinger da eigentlich weg. Damit wir hier schon unser Schienensystem anfangen können. Eine Idee wäre, dass wir hier, wo die Wände eh so doof sind, dass wir hier einen Untergrundsee irgendwie anlegen. In dem Bobbel und in dem Bobbel. Auch wenn das aus statischer Sicht nicht so super ist, unter den Wänden einen riesigen Hohlraum zu machen. Aber ja, wir haben ja gelernt, das sind eh keine richtigen Zwerge. So, weg, weg. Bitteschön, so. Das weg, das weg, das weg. Dich weg, dich weg. Tong, 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 tong. Das geht so flink inzwischen mit den ganzen Eisenwerkzeugen. Sehr schön. Vorne Schnee ersetzen. Vorne Schnee. Vorne Schnee. Ein klein bisschen Deko-Zeug zwischendurch ist okay. Das Fass kann wieder weg. Und Bier. Wir haben kein Weizen. Oh. Stimmt, Winter und so, ne? Wir haben einfach kein Weizen. Das ist wiederum wirklich ärgerlich. Portal. Töten. Aufräumen. Wo kriegt man in der Winterwelt Weizen her? Außer beim Ork und der ist stinketeuer. Hm. Hier müssen wir bei Zeit noch aufräumen. Da zumachen, da weitermachen. So. Portal, bitteschön. Oh, stimmt, ich habe was gelernt. Aha. Aha. Man kann die verlängern, wenn man mehrmals draufklickt. Das ist wirklich eine schöne Neuerung. Weil wir haben ja doch recht häufig recht viel Mana. Weil ich halt immer nur zwei, drei Folgen aufnehme und in der Zwischenzeit das Mana komplett regeneriert wird. Das heißt, wir können damit ganz lustige Spielchen machen. Einfach Portale ganz lange offen lassen. Soll, wenn ich irgendwo eine neue Ader anbreche, dann weiß ich, wenn ich nur ein Portal aufsetze, ist das nach 0, nix weg. Weil halt jetzt die Zwerge... Hops, hops. Weil die Zwerge jetzt halt mit jedem Durchgehen Zeit von dem Portal verbrauchen. Und das klappt richtig gut mit den Brückenteilen. Und wenn sie wollen, können sie jetzt immer noch fischen da drin. Sehr schön. Also vielen Dank für den Tipp aus dem Forum war das, glaube ich, diesmal. Weg, weg. Nee, 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 nee. Ich habe übrigens einen Verdacht. Jedes Mal, wenn ich aufhöre zu spielen und ein, zwei Tage später wieder anfangen für eine neue Folge oder neues Folgenpack, in der Zwischenzeit, wenn das Spiel also nicht läuft, dann spawnen die ganzen Schnecken und Kräuter und was weiß ich. Das kann nicht wie sonst nicht wirklich angehen. So, wie schaut es hier drüben aus? Unfertig. Kletterbuch, ja, schön. Portal, da. Du weg, du weg. Und eigentlich müsste ich weiter hier machen, ne? Also nicht beim Bier, auch wenn das wichtig ist. Da müssen wir wahrscheinlich kurzfristig einmal Weizen vom Ork kaufen. Ist okay. Hier würde ich gerne weitermachen. Bau mal ein paar mehr. So, und hoffe, dass sie wirklich wiederverwendbar sind. Dann können wir nämlich einfach rechts und links... Wie die Dinger hier, die ich übrigens abbauen. Hey, geh weg da. Rechts und links, die einfach hier vorknallen, dass sie einen schönen Schaden machen, bevor die Gegner überhaupt rankommen. Das sieht so cool aus, wenn die Zwerge mal kaut arbeiten. Vor allem, wenn sie
komische Pilze auf dem Rücken tragen. Du weg.